Office-Zwischenablage müssen wir, falls wir etwas verwenden wollen, müssen wir auf Registerkarte Start klicken, und zwar egal in welchem Office-Programm, ob Word, PowerPoint oder Excel, jetzt von denen. Und da gibt es ein bisschen Zwischenablagen. Klick, sobald ich es aktiviere, erscheint ein Bereich Zwischenablagen. Und jetzt schaut, wenn ich Artikel kopiere, markieren, kopieren, erstens, es kommt da eine Meldung, eins von 24 Zwischenablage-Element ist kopiert worden. Zweitens, es erscheint da das, was ich kopiert habe. Dann markiere ich Einheiten, kopieren, markiere ich Preis pro Einheit, kopieren. Und jetzt sehen Sie, da habe ich das alles da. Und jetzt brauchte ich Preis da, kann das da einfügen. Brauchte ich Preis da, kann das da einfügen. Wenn ich merke, oh nein, Artikel, dann Artikel. Und die kopierten Elemente verschwinden nicht. Ich habe mich x-mal einsetzen. Und jetzt, wenn ich, obwohl ich das bereits verwendet habe, kann ich ruhig auf die Datenbank gehen, bei Artikel die Artikel setzen, bei Einheiten die Einheiten setzen und Preis pro Einheit ebenfalls. Selbstverständlich müssen wir noch definieren, ob Nerven Food oder nicht Food sind. Naja. Ich würde sagen, Verpflegung ist Food und Doping, naja, machen wir auch Food, ja? Kaffee, Tomaten, falls brauchbar, dann Food, falls nicht brauchbar, nein, machen wir Food. Sehen Sie, wir haben das, da diese Wenn-Funktion gehabt, oder? Jetzt Mehrwertsteuer kommt automatisch, wunderbar. So, ich nehme da die Linien raus. Und wenn ich die Zwischenablage-Elemente nicht brauche, dann sage ich, alle löschen und Zwischenablage stoppen. Und tschüss. Und kann in aller Ruhe da bereinigen. Oder? Und jetzt schauen Sie mal. Jetzt wird interessant. Artikel. Sie haben mir gesagt, in dem Bereich sollte ich Artikel aus der Liste nehmen. Also markiere ich auf Daten Überprüfung, schwupps, ich vergrößere schnell alles, und da sage ich aus der Liste, und der Kompi sagt, okay, wo ist die Liste? Da, im Datenbankblatt, klick, und zwar Spalte A. Wo ist die Liste, genau? Wo ist die Liste? Datenbankblatt. Aha. Spalte A, alles markieren, oder? Einfach auf A klicken. Also nicht markieren von A1 bis A17, okay, sondern die ganze Spalte, wo wächst die Datenbank, so wird das automatisch erfasst. Ah, ja, genau. Okay. Okay. Und jetzt schaut, da haben wir. Der Ziel, genau. Sensationell. Tisch Bingo. Oder Milch. Ja. Nummer funktioniert von vorher mit Wenn-Funktion. Menge, das muss ich löschen, das wird von Hand eingeben. Und jetzt kommt der zweite Schritt, Einheit. Und jetzt müssen wir so eine neue Funktion namens S-Verweis verwenden. Und jetzt schaut, wie das funktioniert. S-Verweis durchsucht die erst, also orientiert sich nach einer Zelle, überprüft eine Zelle und sucht nach Inhalt von dieser Zelle in der Datenbank, in der ersten Spalte der Datenbank. Ja? Also jetzt sage ich, look, Kompi, du suchst das, was da steht. Und da, sogar die Hilfe zeigt mir, ich muss Suchkriterium definieren und dann Semikolon setzen. Mache ich. Und dann fragt der Computer, wo ist Matrix? Blaue Pille, rote Pille, was auch immer. Gemeint ist Datenbank. Ich sage, look, Computer, Datenbank ist auf dem Blatt, da, von A, Entschuldigung, in unserem Fall, bis F.
Ja, und jetzt gehen Sie zurückgehen. So ist es lange nicht. Oder wo ist die Formel? Da muss man jetzt zurück. Enterdrücken. Nein. Da ist Formel. Aha. Und jetzt gehe ich zurück. So wird die Adressierung geändert. Ich muss jetzt Semikolon machen. Ah, und die Formel ist nachher auf dem neuen Ding. Und jetzt schaut, Spaltenindex, er fragt, was haben wir gehabt? Einheit, in welche Spalte ist das? Ich sage 1, 1, 2, 3, in der dritten Spalte. Und das ist jetzt so ein Überbleibsel aus alter Zeiten, dass wir Spalten nummerweise definieren müssen. Es hängt damit zusammen, dass früher eine Datenbank normalerweise irgendwo auf dem gleichen Blatt war, irgendwie weit weg. Es hat nicht die ganze Spalte beansprucht. Und Semikolon. Und jetzt fragt der Computer, okay, ich suche nach dem Artikel und brauche mehr genaue Übereinstimmung. Also muss Milch 1 Liter 2,5% Fett sein oder darf auch Speiseöl 1 Liter 2,5% Fett sein. Ich sage, nicht ungefähr. Es muss genau übereinstimmen. Enter. Und jetzt sagt da die Funktion, sucht nach dem Artikel, Kugelschreiber, und liefert passende Einheit. Cool. Und die Einheit ist immer, ja, das wäre sexy. Ne? Gutschein, Stück. Ja, ich kann jetzt einfach nur. Abfallsack, ist überall ein Stück, ne? Ist ein bisschen schwach. Aber Tomaten kaufen wir kiloweise. Und jetzt schauen Sie mal, das Einzige, was mich ein bisschen stresst, immer wieder, ist, wenn ich gar keinen Artikel habe, dann S-Verweis sagt, es ist kein Referenzwert da. Nationale Volksarmee, nicht vorhanden. Ja. Ich sage, du, weißt was, das S-Verweis, das ist tiptop. Aber machen wir so. Sagen wir, wenn da ist nichts, dann nichts. Und sonst S-Verweis. Kapisch? Fortgesetzt und jetzt schaut, wenn ich nehme Doping, 10 Kaffee, wenn ich nehme Tomaten, zu jedem Kaffee Kilo Tomaten, passt. Und Fahrspeisen mache ich 250 Kilometer. Sehen Sie, so funktioniert es. Schauen Sie mal, ich wiederhole das Ganze. Preis müssen wir auch haben vom Ganzen, aus der Datenbank. S-Verweis. Sucht nach Artikel, Semikolon, in der Datenbank. Blatt Datenbank, Spalte A bis F. Und dann sind Preis geliefert werden, also Wert aus der fünften Spalte. Und zwar genaue Übereinstimmung. Also ich brauche kein Preis für Tisch bei Tomaten. Ja? Klick, klick. Und wir haben es. Und nur wegen nationaler Volksarmee nicht vorhanden, würzen wir das Ganze mit kleinem Wenn-Gewürz. Wenn Artikel gleich nichts, dann nichts voll, Formel, zweite Klammer zu machen, funktioniert. Und wir haben es. Und wenn funktioniert auch. Okay. Machen wir jetzt zusammen. Ja? Ich schließe noch die